Herr Zadra, in den letzten Tagen hat es ja Wirbel gegeben bei den Grünen etwas. Es ging um einen Dombener Stadtrat und zwar um den Martin Hämmerle. Der hatte die 2G-Regel und die Impfpflicht mit dem Faschismus und Afghanistan in Verbindung gebracht. Jetzt hat er sein Amt zurückgelegt. Das hat er gestern Abend eine Sitzung gegeben, gemeinsam mit Ihnen. Mussten Sie ihn überzeugen, dass er sein Amt zurücklegt oder hat er es freiwillig gemacht? Also mir ist wichtig zu betonen, dass unterschiedliche Meinungen und Meinungsvielfalt ja ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen Demokratie ist. Das ist auch in der Frage der Corona-Maßnahmen so. Und das war auch nie die Fragestellung, die wir mit Martin Hämmerle diskutiert haben, sondern es ging um das, was Sie schon erwähnt haben, um diesen Vergleich mit dem Faschismus und auch mit anderen totalitären Regimen. Und da mussten wir auch als Landesspitze, ich gemeinsam mit Eva Hammerer, eine rote Linie zeigen. Anzeigen und sagen, das geht zu weit. Wir haben sehr wertschätzende Gespräche mit ihm geführt, gemeinsam mit Juliane Alton als Stadtfraktionsobfrau. Und er ist dann letztendlich, so wie Sie es gesagt haben, gestern zum Entschluss gekommen, dass er die Stadtratsfunktion zurücklegen möchte, als Stadtvertreter weiterhin aktiv sein wird. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Das ist auch Entscheidung der Dornbirner Grünen. Ich war auch bei der gestrigen Sitzung nicht dabei, sondern das ist wirklich eine Entscheidung der Fraktion in Dornbirn. Gleichzeitig haben wir auch die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Dornbirner Grünen haben eine hervorragende Nachfolge gefunden mit Aaron Wölfling, bekannt 20-jähriger Klimaaktivist, der sich sehr stark für die kommenden Generationen einsetzt und auch die heutige Jugend. Und er wird ja auch das Amt, sofern er gewählt wird, wovon ich ausgehe, des Jugend- und Bildungsstadtrates übernehmen. Also er kann sich hervorragend für die Zukunft einsetzen. Lassen.